The Legend of Zelda. Eine Spielereihe, die eine so komplizierte Timeline hat, dass sie ein ganzes Video braucht. 20 Main Games, die durch ein ganzes Universum gehen, mehrere Links, Zelda, die tausendmal gekidnappt wird und so weiter. Also kommt hier das Wichtigste der ganzen Legend of Zelda Timeline. Und bitte frag mich am Ende nicht, wo Links Crossbow Training ist. Also, auf geht's. Am Anfang der Zeit erschaffen drei Göttinnen die Welt, verschwinden im Nichts, aber lassen das sogenannte Triforce bei der Göttin Hylia. Jeder, der das Triforce berührt, bekommt einen Wunsch erfüllt. Hätte ich auch mal gerne, hallo? Naja, der Wunsch wird aber nur dann erfüllt, wenn man das richtige Verhältnis zwischen Weisheit, Kraft und Mut besitzt. Der Dämonenkönig Todbringer wollte genau mit diesem Triforce die Welt beherrschen. Damit genau das nicht passiert, weil ja, wäre halt nicht so nice, erschuf die Göttin Hylia den Ort Hyloft, um alle Menschen zu retten und das Triforce in Sicherheit zu bringen. Doch plötzlich stellt sich heraus, dass keine Göttin das Triforce wirklich benutzen kann. Was ist also die Lösung? Genau, Hylia wird in einem Menschen wiedergeboren. Ihr Name? Zelda. Ihr wisst schon, die, nach der das Spiel benannt ist. Also, beginnen wir mit dem ersten Game. Skyward Sword. Zelda und Link, der zu diesem Zeitpunkt einfach ein Dude in Hyloft ist, besiegen den Todbringer. Bevor das aber final passieren kann, legt dieser einen Fluch auf Link und Zelda, sodass sein Geist jedes Mal wiedergeboren wird, sollte er verlieren. Was ja dann eigentlich auch passiert ist, nach dem Kampf verlässt Zelda Hyloft, um das Triforce auf der Erdoberfläche, auch genannt Hyrule, zu beschützen. Dort angekommen, wird der Tempel der Zeit gebaut. Er dient als Verbindung zwischen Hyrule und dem Heiligen Reich, in das das Triforce gebracht wird, um es optimal zu beschützen. Der Schlüssel, um in das Heilige Reich zu kommen, ist das Masterschwert. Ein Schwert, das nur von Link benutzt werden kann. Warte, ganz kurz. Wie wack ist das denn? Was, wenn Link einfach mal nicht zu Hause ist oder so? Jetzt kommen zwei Games, die leider relativ wenig Einfluss auf die Story haben. Link kämpft gegen den Magier Vati, der ein Diener des Dämonenkönigs war und Zelda entführt hat. Sehr wichtig ist aber unser nächstes Game. Ocarina of Time. Der Dämonenkönig wird wiedergeboren als Ganondorf. Er möchte das Triforce haben und vertreibt Zelda deswegen aus dem Land. Link öffnet währenddessen mit Ocarina der Zeit die Türe der Zeit im Tempel der Zeit. Ich weiß, ganz schön viel Zeit. Nur um das Triforce vor Ganondorf in Sicherheit zu bringen. Während er mit dem Masterschwert jedoch den Weg ins Heilige Reich öffnet, verfällt er in einen siebenjährigen Schlaf. Denn anscheinend ist er zu jung, um der wahre Held der Zeit zu sein. Ganondorf hat also einen einfachen Weg ins Heilige Reich. Doch hier kommt ein Problem. Ganondorf kann das Triforce nicht alleine benutzen, da sein Verhältnis zwischen Weisheit, Kraft und Mut überhaupt nicht stimmt. Also zerbricht es in drei Teile. Der Teil der Kraft bleibt bei Ganondorf, während Zelda den Teil der Weisheit und Link den Teil des Mutes bekommt. Nach sieben Jahren Schlaf erwacht Link und bekämpft Ganondorf in seiner Burg. Hast ja auch echt lang genug gepennt. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen tricky. Hier spaltet sich nämlich die gesamte Timeline in drei Parts auf. Je nachdem, wie der Ausgang des Kampfes gegen Ganondorf ist. Version 1. Link besiegt Ganondorf und sperrt ihn ein. Version 2. Link besiegt Ganondorf und sperrt ihn ein. Moment, was? Das gab's doch gerade. Erklärung kommt gleich. Version 3. Link verliert den Kampf gegen Ganondorf. Version 1 und 2 kommen zustande, weil Zelda Link nach dem Sieg gegen Ganondorf 7 Jahre in der Zeit zurücksendet. Genau die 7 Jahre, die Link verschlafen hat. Es gibt also eine Zeitlinie mit einem jungen Link und die andere ist die weiterführende Zeitlinie, in der Zelda Link zurückgeschickt hat. Eine Zeitlinie ohne erwachsenen Link also. Beginnen wir aber mit der ersten Zeitlinie. Der Kinder-Timeline. Hier verpetzt ein junger Link Ganondorf, bevor er irgendeinen Unfug anstellen kann. Weiter geht's mit Majora's Mask. Link rettet hier die Welt von einem Mond, der auf die Erde krachen wollte. Ihr wisst, Physik und so, das wäre echt nicht bueno gewesen. Angezogen wurde dieser Mond durch eine geheimnisvolle Maske. Der Majora's Mask. Twilight Princess. Nachdem Ganondorf von einem jungen Link verpetzt wurde, soll dieser hingerichtet werden. Das klappt nur leider nicht ganz so gut und Ganondorf wird in das Schattenreich gesperrt. Im Schattenreich verflucht Ganondorf eine Person namens Zand, der dessen Macht nutzt, um die Prinzessin dieses Reiches zu verwandeln. Lange Rede, kurzer Sinn, Link verwandelt sich in einen Hund, Wolf, was auch immer, und besiegt Ganondorf und Zand. 100 Jahre später wird Ganon im nächsten Spiel in das Four Swords eingeschlossen und die Timeline endet hier. Machen wir weiter mit Timeline 2. Der Zeitlinie ohne einem erwachsenen Link. Ganondorf bricht hier aus seinem Gefängnis aus und tyrannisiert Hyrule. Daraufhin entscheiden die Götter, die ganze Welt zu fluten und überall Meere entstehen zu lassen. The Wind Waker. Die Schwester eines neuen Links, keine Sorge, wirklich ein neuer Link, also nicht der, der zurückgeschickt wurde. Wir wollen hier nicht, dass irgendwelche Paradoxe entstehen. Also, die Schwester eines neuen Links wird von Ganondorf entführt. Eine neue Piraten-Zelda und dieser neue, mir noch zwielichtige Link retten die Schwester und besiegen Ganondorf ein für alle Mal. Phantom Hourglass sind die restlichen Abenteuer von Piraten-Zelda und Piraten-Link. Nach einiger Zeit erschaffen Piraten-Zelda ein neues Hyrule und 100 Jahre später kämpft ein Nachfahre von Piraten-Link. Wieso heißen die alle Link, obwohl es jedes Mal unterschiedliche
menschliche Personen sind. Naja, dieser Nachfahre kämpft gegen ein paar Geister. Ende dieser Zeitlinie kommen wir nun zu der Timeline, in der Link den Kampf gegen Ganondorf in Ocarina of Time verliert. A Link to the Past. Ganondorf wird im Heiligen Reich weggesperrt, verwandelt es aber aufgrund seiner Macht in die dunkle Welt. Er kommt frei aus dieser und versucht Hyrule an sich zu reißen. Versagt aber, nachdem wieder ein neuer Link dazukommt und ihn besiegt. Link's Awakening kommt direkt danach, ist eigentlich aber nur der Fiebertraum eines Wals mit einer Trauminsel. In Oracle of Seasons und Oracle of Ages wird Ganon als Schwein wiedergeboren und von Link eigentlich direkt wieder besiegt. In A Link Between Worlds werden Link und Zelda von einem bösen Magier in Gemälde verwandelt. Hilda, die Herrscherin von Lowrule, sowie Hyrule, nur ziemlich low und langweilig, wird von diesem Magier beeinflusst und möchte das Triforce besitzen, nachdem Lowrule das eigene Triforce zerstört hat. Ja, anscheinend hatten die auch ein wackes, nicht ganz so cooles Triforce. Link besiegt den Magier und Hilda bemerkt, dass das alles ein kompletter Schwachsinn war. Hyrule und Lowrule vertragen sich und es herrscht Frieden zwischen den beiden Reichen. Das Triforce selber geht an den König. Triforce Heroes sind dann einfach weitere kleine Abenteuer von drei Links. Im originalen Zelda versteckt der König das Triforce des Moods und erzählt niemandem, wo es sich befindet. Naja, nicht ganz niemandem. Zelda weiß es, der König hat sie erzählt. Dieser wollte nämlich nicht, dass sein Sohn das Triforce erben wird. Dieser Sohn versetzt Zelda mit Hilfe eines Magiers in einen ewigen Schlaf. Und niemand wusste, wo das Triforce war. Das gibt natürlich Ganon und seiner Armee die Möglichkeit, Hyrule zu übernehmen, nachdem er irgendwie zum 100. Mal wiederbelebt wurde. Toll gemacht. Und das alles nur wegen dir. Doch bevor Zelda in den ewigen Schlaf versetzt wurde, hat sie ihr Triforce, das Triforce der Weisheit, in 8 Teile aufgeteilt. Diese 8 Teile sammelt wiederum ein neuer Link, besiegt Ganon und befreit Zelda. Aber nicht die Zelda, die schläft. Eine andere, neue, wiedergeborene Zelda. Link erfährt vom Triforce des Moods und holt es sich in The Adventures of Link, dem wohl schlechtesten Zelda-Game aller Zeiten. Aber genau mit diesem Triforce des Moods weckt er die schlafende Zelda auf. Und das war's eigentlich schon. Die gesamte Legend of Zelda Timeline. Okay, halt, stopp. Wo sind Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hin? Die spielen 10.000 Jahre nach den Geschehnissen der anderen Zelda-Spiele. Also eine ganze Weile nach vorne.